Liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fightology. Gestern Abend UFC Sao Paulo, eine Fight Night. Es waren einige spannende Kämpfe dabei. Co-Main Event unter anderem Bonfim hat leider verloren. Durch TKO hat ein hartes Knie kassiert und ist leider K.O. gegangen. Es gab einige K.O.s bei dieser Fight Night, aber insbesondere möchte ich natürlich über den Kampf von Abusmagomedov sprechen und über den Hauptkampf, das Main Event, Luis gegen Maladinho. Zunächst einmal, ja, der Kampf von Abusmagomedov. Abusmagomedov hat den Kampf gestern Unanimous Decision verloren. Es war ein eindeutiges Urteil. Caio Borraio hat die drei Runden auf jeden Fall gut gearbeitet und sich auch den Sieg verdient, muss man sagen. Die erste Runde war noch, ich würde sagen, relativ ausgeglichen. Abus hat auch einige gute Treffer gesetzt. Die erste Runde war aber generell noch etwas ruhiger. Die beiden haben sich erstmal abgetastet und zweite Runde sah das Ganze dann schon anders aus. Ich war auf jeden Fall gespannt, wie Abus Cardio diesmal aussieht. Und er war auf jeden Fall in besserer Form als bei dem Kampf von Strickland. Man muss dazu aber auch sagen, dass Sean Strickland natürlich ein Gegner ist, der permanent Druck macht, immer nach vorne geht und dementsprechend natürlich auch seinen Gegner damit zermürbt und unglaublich viel Energie raubt. Caio Borraio ist dagegen anders. Er bewegt sich auch viel, aber eher auch nach links und rechts, ja, geht auch mal rückwärts. Und Abus hat eigentlich eine gute Arbeit geleistet, war immer in der Octagon-Mitte, ja, und hat Caio Borraio immer versucht, ein bisschen gegen den Cage zu drücken. Letztendlich hat Caio aber gute Wirkungstreffer gelandet. Und besonders in der dritten Runde hat Caio Borraio dann Abus fast finalisiert, fast submitted. Es war ein harter Kampf für Abus. Er hat auf jeden Fall einiges eingesteckt. Man konnte gestern aber sehen, dass er auf jeden Fall die Kapazität hat, die Fähigkeit hat, Fäuste einzustecken, harte Fäuste einzustecken. Caio Borraio ist bekannt dafür, dass er nicht der härteste Hitter der des Mittelgewichts ist, aber mit Sicherheit waren einige Fäuste dabei, die Abus gespürt hat und Abus hat die auf jeden Fall gut weggesteckt. Wie gesagt, dritte Runde, dann aber auf jeden Fall wurde er stark dominiert von Caio, sind auf den Boden und Caio hat Abus im Triangle gehabt, sah auf jeden Fall dann schlecht für Abus aus, er hat aber Widerstand geleistet und es gab sogar eine kurze Unterhaltung der beiden. Abus hat zu ihm gesagt, ich werde nicht gegen dich verlieren und Caio hat daraufhin geantwortet, Bro, du hast doch schon verloren. Weil er natürlich wusste durch seine Trainer, dass er nach Punkten ganz klar vorn liegt. Ja, was bedeutet das, liebe Freunde? Ich weiß nicht genau, was für einen Vertrag Abusmagomedov unterschrieben hat mit der UFC, aber normalerweise sind es drei Kämpfe, die UFC unterschreiben lässt. Eventuell, wer weiß, hat Abus nach seinem fantastischen Knockout gegen Dustin Stolzfuß nochmal weitere Kämpfe in seinen Vertrag aufgenommen. Das weiß ich nicht. Wenn es nur drei Kämpfe sind, mit denen er mit der UFC unter Vertrag war, dann sieht es für Abus auf jeden Fall schlecht aus, in der UFC zu bleiben, denn er hat nur einen Sieg und den gegen Dustin Stolzfuß, der mit einer Reihe von Niederlagen kam und zwei Niederlagen jetzt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was er für ein Statement gibt. Ich denke, man konnte sehen, dass er erstens seine Trainerecke gewechselt hat, was definitiv gut für ihn war. Man konnte sehen, er ist besser vorbereitet. Ist irgendwie auf jeden Fall sicherer im Oktagon und mehr gewappnet für die Waffen der Gegner. Und er hat außerdem in den USA trainiert. Er hat beim American Top Team trainiert. Das hat ihm auf jeden Fall was gebracht. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Hat er noch weitere Kämpfe unter Vertrag mit der UFC oder waren das die einzigen Kämpfe?
dann weiß ich nicht, ob die UFC seinen Vertrag wirklich verlängert. Wir wünschen ihm aber natürlich das Beste und gerade für Deutschland natürlich wichtig, dass es einige Kämpfer gibt aus Deutschland. Wenn wir uns ein UFC-Event nochmal in Deutschland wünschen, dann ja, wäre es natürlich wichtig, dass Abus auf jeden Fall weiter für die UFC kämpft. Jetzt das Main Event. Das Main Event, liebe Freunde, ich war mega gehypt auf das Main Event, weil Derrick Lewis ist einfach crazy, ist einfach ein verrückter Typ, macht verrückte Sachen in seinen Kämpfen. In Utah hat er seinen Gegner ja mit einem Knee ausgenockt in den ersten 10 Sekunden. Auch ein starker Brasilianer, Lima, der danach gesagt hat, er, ja, alle seine Zähne waren lose. Deswegen, ich war gehypt auf den Kampf. Ich sah auf jeden Fall Maladinho als Favorit, so wie auch die Wetthäuser. Aber ich dachte mir schon, es kann natürlich passieren, dass Derrick Lewis ja, einen harten Uppercut landet, für die er bekannt ist, oder ein Knie und Maladinho ausnockt. Wie war der Kampf? Es war, ich würde sagen, fast langweilig für die Zuschauer. Vor allem, ich kann mir vorstellen, für die Zuschauer, die in der Arena waren, es tut mir echt so leid für euch, weil in der Arena sieht man so gut wie gar nichts, wenn alles nur auf dem Boden stattfindet. Und vor allem so gut wie gar keine Action auf dem Boden stattfindet. Wir hier vor dem Bildschirm hatten noch das Glück, dass wir ja einige Sachen wenigstens mitverfolgen konnten. Wie lief der Kampf? 5 Runden. Maladinho hat Derrick Lewis innerhalb der ersten 10 Sekunden von jeder Runde auf den Boden geholt. Was ist dann aber auf dem Boden passiert? Ground and Pound fand so gut wie gar nicht statt. Maladinho hat ja, Derrick Lewis wenig Schläge zugesetzt. Man muss dazu sagen, Derrick Lewis hat fantastisch verteidigt. Immer wieder die Handgelenke seines Gegners festgehalten. Ja? Trotz dessen hat Maladinho immer wieder Positionen gehabt, wo er ein starkes Ground and Pound hätte machen können. Hat aber nicht stattgefunden. Also es waren 25 Minuten auf dem Boden. Der Referee hat immer wieder ermahnt, hat gesagt, Aktion, Aktion, sonst müsst ihr aufstehen. Ist einfach ein Zeichen dafür, dass ja keine Aktion stattgefunden hat. Und Leute, es ist einfach ein MMA-Fight und kein BJJ-Match. Und dementsprechend muss einfach auf dem Boden gearbeitet werden. Und ich weiß nicht, was genau der Hintergrund ist. Ich habe auf jeden Fall gehört von dem einen oder anderen Kämpfer, der mit Maladinho auch schon mal Sparring gemacht hat, dass Maladinho generell wenig Ground and Pound macht, wenig Wirkungstreffer auf dem Boden setzt, sondern einfach jemand ist, der super gut ist, mit einem Takedown den Gegner auf den Boden holt und dann einfach auf dem Gegner bleibt. Derrick Lewis machte fast den Eindruck, als würde er relaxen. Ist natürlich schwer, ein Heavyweight von sich zu schütteln. Aber es gibt ein Highlight-Video von Derrick Lewis, wo man sehen kann, dass Derrick Lewis explosiv arbeiten kann, sich explosiv aufrafft, den Gegner von sich schüttelt und dann im Stand-up weiterarbeitet. Das war jetzt gegen Maladinho nicht der Fall. Es ist aber auch der erste Fight von Derrick Lewis, in dem er 5 Runden kämpft, muss man auch sagen. Er hat bisher nie 5 Runden gekämpft und von daher war es für beide Kämpfer eine gute Erfahrung. Für die Zuschauer ein bisschen ernüchternd. Vor allem auch, ja, Maladinho meinte dann im Interview, im Octagon-Interview, ja, ich habe euch versprochen, eine Show zu liefern. Habe ich euch eine Show geliefert? Und ich denke, alle von uns waren etwas ja, enttäuscht und vor allem auch überrascht über diese Frage, denn eine Show war es leider eher nicht. Nichtsdestotrotz, ich bin Fan der beiden und ich bin gespannt, wie es für die beiden weitergeht. Derrick Lewis hat den Kampf Short Notice angenommen vor 3 Wochen. Dementsprechend, ne, hat er da auch ein bisschen eine Ausrede, warum er jetzt nicht so viel gearbeitet hat vielleicht. Man weiß es nicht. Maladinho, ja, wie sieht's aus? Was steht an? Ich denke, er wird gegen Curtis Blaydes vielleicht jetzt kämpfen. Der Kampf war ja auch angedacht. Ich sehe keinen Title Shot derzeit für ihn. Ich denke, er muss auf jeden Fall noch mindestens einen Kampf machen. Und ich bin gespannt, dieses Wochenende, genau eine Woche, nächsten Samstag, findet der nächste Heavyweight-Kampf statt um den Interim-Belt zwischen Pavlovic und Espinal. Da wird man auf jeden Fall sehen, wie dieser Kampf ausgeht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch interessant für Maladinho, der Backup sein wollte.
die Reserve für diesen Kampf in New York. Das wird, denke ich, nicht stattfinden. Aber trotzdem, Maladinho wird auf jeden Fall, denke ich, den Kampf nächstes Wochenende ganz genau anschauen. Und wir werden sehen. Es gibt einige Heavyweights, die auf jeden Fall die Division ein bisschen aufwirbeln. Was ist ansonsten noch passiert dieses Wochenende? Ja, viele haben darüber berichtet. Ariel Helwani hat darüber berichtet. Alex Pereira wurde in die Hall of Fame von Glory aufgenommen. Er ist der dritte Kämpfer, der die Trophäe Hall of Fame von Glory erhalten hat. 2023 wurde er jetzt ausgewählt. Natürlich berechtigt. Er ist der einzige Double Champion von Glory in Mittelgewicht und Halbschwergewicht. Und es war auf jeden Fall eine schöne Auszeichnung, die er bekommen hat. Und ich denke, das motiviert auf jeden Fall nochmal, sich einen weiteren Gürtel dieses Wochenende in New York im Madison Square Garden zu holen. Schreibt in die Kommentare, wie war für euch dieses Wochenende UFC Sao Paulo? Wart ihr enttäuscht oder habt ihr die Kämpfe gefeiert? Ich freue mich auf euch. Nächstes Wochenende gibt es auf jeden Fall wieder ein Video. Und wir sind gehypt auf UFC 295 am 11. November, Madison Square Garden. Vergesst nicht, euer Pay-Per-View zu kaufen und einzuschalten und stay tuned.